Hi, ich bin Angelo Kelly, bin heute zu Gast auf den Roten Stuhl auf dem YouTube-Kanal Media Groove. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Media Groove bei einer neuen Ausgabe von Auf dem Roten Stuhl. Wir melden uns aus dem Dorint Hotel, ein wunderschönes Gebäude hier in Köln, direkt an der Messe. Und mein Gast ist genauso großartig und ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Angelo Kelly. Dankeschön, Dankeschön. Schön, Angelo, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Du kommst ja gerade direkt, weil du gerade in Köln auf Besuch warst, normalerweise ja in Irland zu Hause, von deinem Bruder Joey. Ist richtig, ich habe da jetzt übernachtet und das Gute ist, ich habe Geschwister in fast ganz Europa verteilt. Das heißt, wenn ich irgendwo bin, kann ich immer eine Unterkunft bekommen. Kostenlos Urlaub machen. Genau. Ne? Und dann rein zufällig auch so ein bisschen auch Zeit verbringen mit einer meiner Geschwister. Das ist auch schön manchmal. Ja, ich habe viele Interviews gelesen, gehört jetzt im Vorfeld. Ist ja nicht so, dass du mit jedem deiner Geschwister jetzt noch so viel Kontakt hast oder ändert sich das vielleicht auch immer? Ja, also wir sind ja 12 insgesamt. Ich bin der Jüngste und zusammen arbeiten tun wir schon ziemlich lange jetzt nicht oder ich zumindest seit über 10 Jahren. Und von daher, die Kontakte, die ich mit meinen Geschwistern habe, ist rein privat. Ja. Und es ist nicht mit Business oder Arbeit verbunden. Und dadurch ist es sehr unterschiedlich. Mit manchen habe ich sehr viel Kontakt und auch wirklich starke Beziehungen. Mit manchen so hin und wieder. Mhm. Und dann gibt es auch ein, zwei, wo ich gar keinen Kontakt habe. Mhm. Und das verändert sich ja auch. Also vor ein paar Jahren war es vielleicht jemand anders, weißt du? Und man versucht, die Beziehungen zu pflegen und jeder macht auch Entscheidungen und wir sind auch anders geworden, jeder lebt anders, hat andere Wege gegangen im Leben. Das macht natürlich alles auch ein bisschen schwieriger, aber auch schöner. Ne? Ja. 12 Menschen, 12 Charaktere, kann man sagen. 12 Wege auch. Ja, 12 Wege. Ja. Wenn du jetzt mit Joey dann in Köln unterwegs bist, eher privat oder dann in Lokalen? Oder? Also in Köln sind wir nicht unterwegs. Also ich bin dann eher bei ihm zu Hause und da haben wir Ruhe und wenn wir dann ein paar Stunden Zeit haben abends noch, dann ist das schön. Da kann man auch was reden und einfach ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Aber für mich und Joey jetzt in Köln unterwegs zu sein, das würde keinen Spaß machen. Wäre zu anstrengend, oder? Ja, in Irland wäre das okay, das wäre easy. Da werde ich nicht erkannt oder Joey nicht, aber Köln wäre schon nicht so ideal. Da kann man in einem Lokal dann keinen ruhigen Satz wechseln wahrscheinlich. Also, klar können wir da rein, aber du sollst dich dann nicht wundern, dass du ständig irgendwie angesprochen wirst. Ja. Oder dass du, manchmal noch schlimmer als angesprochen werden, finde ich, ist, wenn Leute so hinter dir über dich sprechen und du merkst und die denken, dass du es nicht mitkriegst, aber du hörst irgendwie so, der Ton verändert sich und dann wird dann schon geflüstert und du weißt sofort, die reden über mich. Und das lenkt voll ab, weil du dann eigentlich irgendwie dann darauf achtest, dass keiner jetzt irgendwie ein Foto heimlich macht oder das oder dies, weißt du, gerade wenn ich Kinder dabei habe. Ja. Und da finde ich es viel besser, wenn man direkt auf einen zugeht und fragt, Entschuldigung, störe ich, aber sind Sie zufällig? Das ist kein Problem. Kein Problem. Hast du da schon so richtig unangenehme Situationen, wo dich Leute auch richtig angemacht haben oder so? Ja, gerade mit den Kindern ist das etwas, wo du wirklich sehr wütend werden kannst als Vater. Weißt du, wenn ich auf dem Spielplatz bin mit den Kindern und jemand fängt an, Fotos von uns allen zu machen, dann gehe ich auf diese Person zu und bleibe so lange bei dieser Person stehen, bis diese Person mir zeigt, dass alle Fotos gelöscht sind. Ohne Worte fast sogar. Und wenn nicht, dann gehe ich mit dieser Person zur Polizei. Oder ruft die Polizei oder was auch immer. Also da ist meine Verantwortung meiner Kinder gegenüber einfach zu groß. Ich habe das bemerkt, du hältst ja deine Kinder also so interviewmäßig und so medientechnisch ziemlich raus, ne? Also früher waren die überhaupt nicht zu sehen. Und da habe ich die ersten 10 Jahre alles sehr zurückgehalten. Das Verhältnis von meinem Publikum und mir hat sich aber dann ist so gesund geworden, so entspannt geworden und kein Star-Hysterie mehr, dass ich das Gefühl hatte, ich kann mehr auch teilen, was wir als Familie machen. Mhm. Und das fing damit an, dass wir auf eine große Reise gegangen sind. Wir haben alles hinter uns gelassen, haben
haben einen alten Bus gekauft vor 5 Jahren, sind in den Bus gezogen und haben 3 Jahre um Europa haben wir gereist. Ja. Und in dieser Zeit hatte ich das Bedürfnis, das mit meinem Publikum zu teilen. Und okay. Da fing es erst an, dass ich wirklich Bilder von uns als Familie und die Kinder, aber auch die waren für die Presse nicht zugänglich. Es war halt nur auf unsere Seite zu sehen. Okay. Und das heißt, auch bei meinen Konzerten, überall da, wo meine Kinder mit auftreten, da darf keiner filmen oder fotografieren, sondern man genießt das Konzert. Und nach dem Konzert komme ich raus und nehme mir Zeit für die Leute, okay. Fotos und alles. Aber so entsteht immer noch eine gesunde, eine Bühne, die nicht gewalttätig ist, sondern eine Bühne, die wirklich respektvoll ist, wo die Kinder sich entfalten können und die Leute genießen. Das ist unter 4 Augen, mehr oder weniger. Ich nehme an, dieser Gedanke kommt auch aus Erfahrung deiner eigenen Kindheit. Ja, klar. So, ne? Ja, klar. Das, was mein Vater nicht vorher wissen konnte, weiß ich heute. Also ich hab alles durchgemacht, alles erlebt, alle positiven, negativen erlebt. Und wenn ich die gleichen Fehler machen würde, teilweise, die mein Vater gemacht hat, wäre es doppelt so schlimm, weil ich habe das alles schon erlebt. Mein Vater wiederum hatte keine Vorbereitung und hat das alles währenddessen irgendwie lernen müssen oder danach. Welche Fehler zum Beispiel, was würdest du als Fehler ansehen? Fehler würde ich nicht sagen, das Musik machen als Familie, auf gar keinen Fall. Und auch das viele Arbeiten als Familie, die wir alle gemacht haben, empfinde ich nicht als Fehler. Das hat mir eigentlich gut getan. Mhm. Und ich mochte es, ja. Ich kann nicht für jeden sprechen. Ist schon klar, ja. Ich glaube, Fehler war, als manche Sachen einfach viel zu groß wurden und man das einfach nicht aufhalten konnte. Und es hat dann gekippt. Also das, was wir jahrelang wollten, wofür wir hart gekämpft haben auf der Straße, den Erfolg, kam dann aber so groß, dass es viel Negatives mit sich gebracht hat. Wären wir in Hallen gekommen von 2.000 bis 5.000 Leute und hätten das jahrelang gespielt, wäre das ganz anders gewesen, als wie es dann war, wo wir dann in Stadien und alles, also es war so gewaltig, so groß, wo die Bild-Zeitung irgendwie jeden zweiten Tag über uns berichtet hat. Das ist eine ganz andere Bestie, ne? Und die kann man nicht reiten, die kannst du nicht irgendwie kontrollieren. Also die überrollt dich. Irgendwann hat man es dann auch nicht mehr im Einflussbereich oder no so. No chance. Ja. Du kannst höchstens sagen, full stop. Du machst komplett gar nichts zurück. Ne? Und wartest ab, bis sich das abklingt. Also weil es wird dann immer noch ein Echo von ein halbes Jahr oder ein Jahr haben, aber muss irgendwie verschwinden, ein Jahr lang, 2 Jahre. Und dann vielleicht ein Tick kleiner irgendwie weitermachen. Ich weiß nicht. Es klingt nach ein gutes Problem, wenn es zu viel ist, aber für das Privatleben, für die Familie hat es später viel verletzt. Es hat viel, weil es war einfach so ein Druck, also von allen Seiten Menschen, die rein wollten, die irgendwie ein Stück von dir haben wollten. Und aber einmal drin, das kannst du eigentlich fast nicht mehr aufhalten. Vor allem für dich als Jüngsten. Also ich habe mir das so gedacht, in der Vorbereitung sieht man natürlich, man kennt die Videos eh von früher, aber man hat sich jetzt nochmal so viele Jahre später wieder ins Bewusstsein gerufen. Ja. Und da wird einem diese Dimension nochmal bewusst. Und da habe ich mir so gedacht, gerade du als Jüngster, ne, ja, damals, das ist ja fast Menschen unmöglich, was da, diese Lawine, die da gerade auch auf dich, weil du warst ja einer von denen, die wirklich im Hauptfokus dann auch gestanden sind. In der Hochphase, ja. Also das kann ja Menschen, Psychen komplett kaputt machen. Ne? Bei dir habe ich eher so das Gefühl, dass du einer von denen bist, die das am meisten geformt hat. So. Also dass du wirklich so ein richtig gutes Resümee draus gezogen hast, auch für dich als Person. Ich bin auf jeden Fall dankbar für all das. Und wenn ich sage, dass manche Sachen Fehler waren, sage ich nicht damit, dass ich das bereue oder dass es mir lieber gewesen wäre, es wäre anders gewesen. Nein, ich sehe das nur, es gibt Fehler hier und da und ich muss sie anerkennen, damit ich selber nicht die gleichen mache. Für mich, für meine Frau, für unsere Kinder, sonst wiederholt sich das immer. Ne? Ja. Das ist das Schöne. Aber für mich, ich bin sehr dankbar für die Menge an Erfahrung, die ich bin heute 33, ne, und was ich mit diesem Alter erleben durfte in meinem Leben,
nicht nur der Erfolg oder auch danach der Misserfolg oder auch davor die Straßen, dann das Leben als Großfamilie, überhaupt meine Mutter, die starb, als ich 10 Monate alt war, ja. und hat letztendlich ihr Leben für mich geopfert, weil man hat rausbekommen, dass sie Krebs hatte, als ich gerade irgendwie 2 Monate alt war. Und die Ärzte meinten, wenn du jetzt abtreibst, dann können wir noch die Chemo anfangen. Und das kam für sie nicht in Frage. Das okay. war hat überall. Die Chemo haben die, dann verweigert. Genau, mhm. für sie war das Kind, mich, war wichtiger als ihr Leben. Mhm. Und ob das geholfen hätte oder nicht, das weiß man nicht. Aber diese Chance hat sie nicht angenommen, sondern sie hat mich gewählt. Und das prägt mein Leben bis heute. Das ist auch so eine unterbewusste Verantwortung, die man da mitbekommt. Ja, aber ich sage, es prägt mich ja, klar. Also im Positiven. Also, okay. Also das ist ja das. Also hat das nie Gewissensbisse nein, irgendwie. Nein, es hat oft mich das gefragt, fühlst du dich schuldig oder irgendwie ja. sowas? Ganz im Gegenteil. Wenn es eine Sache gibt, die eine Mutter machen kann, um das Kind zu sagen, zu beweisen, dass es es liebt, ist es bereit zu sein, für das Kind zu sterben und es auch zu tun. Und insofern, ich kannte meine Mutter nicht, aber ich kenne sie vielleicht mehr als viele Menschen ihre Mutter kennen, weil es ist in mein System. Sie hat für mich sich gewählt und sie hat gesagt, du bist mir wichtiger als eventuell mein Leben, ja, obwohl sie schon viele, viele Kinder hatte. Aber jedes Kind ist einzigartig, jedes Kind hat genauso viel Recht als das Kind davor. Und ja, das ist eine große, große Gnade. Hattest du eigentlich die Wahl, gefühlt die Wahl, zu entscheiden, wie dein Leben verlaufen soll, auch beruflich zum Beispiel? Als Erwachsener später natürlich. Als Kind hast du es sowieso nicht. Als Kind bist du, als Kind musst du von deinen Eltern, von deiner Umgebung, von deiner Familie, musst du beschützt sein, musst du geholfen werden. Und ich glaube, bei jedem ist es anders, bei manchen vielleicht mit 12, mit 16, mit 30, aber irgendwann musst du deinen eigenen Weg auch bestimmen und auch die Verantwortung nehmen. Aber man formt mit, man entscheidet sich tagtäglich auch als Kind, was einen interessiert, wo man auch die Energie reinpackt und. Ja, und ich für mich, was die Musik angeht, ich bin in einer musikalischen Familie aufgewachsen und man könnte sagen, ich kannte nichts anderes, deswegen mache ich Musik. Aber ich habe mich, glaube ich, immer wieder die Frage gestellt, auch schon als Kind, mache ich Musik, weil ich immer Musik mache? Oder mache ich Musik, weil ich das mag? Weil ich es, because I choose it. Weil ich es, das ist nämlich ein wesentlicher Unterschied. Total, ne? Total. Ja. Und ich kann heute sagen, dass ich mich immer wieder dafür neu entscheide. Aber auch heute immer noch. Also ich bin seit über 10 Jahren jetzt Solokünstler und auch da habe ich mich immer wieder die Chance gegeben zu sagen, okay, was ist, wenn du sagst, du machst Musik jetzt erstmal 5 Jahre nicht und machst was komplett anders? Was hältst du davon? Was würde dir daran gefallen? Was siehst du? Ne? Nur im Kopf gedacht. So, genau. Ne? Ja. Und du musst immer wieder dir diese Frage stellen, damit, wenn du dich weiterhin für Musik entscheidest, damit es wirklich keine ungesunde Beziehung ist, dass du keine Sklave von der Musik oder Musikbranche oder was auch immer bist, sondern dass du immer wieder die Gelegenheit in Musik siehst, dich zu entfalten, dich zu entwickeln, dich zu kommunizieren, dann hast du, glaube ich, ja, dann ist es vital, ist eine Flamme da. Ich glaube auch, dass das Publikum das spüren würde, wenn es anders wäre, wenn man nicht mehr aus dem Herzen heraus. Langfristig ja. Ja, ne? Oft ist es so, dass es Künstler gibt, die sehr, sehr, sehr bekannt werden und da kommt was rüber und die sind dann irgendwann wie Zombies, weil die einfach zu viel unterwegs sind und einfach zu fertig sind. Und dann kommt es nicht mehr so richtig rüber, aber die Leute gehen immer noch, weil es eine Frucht von der Arbeit davor ist. Weißt du, weil es immer noch, die sind immer noch begeistert von, die von der Flamme von ein, zwei von Platten einst, davor ne? und ja. immer noch, weißt du. Aber wenn diese tote Phase, dieses nicht brennende Flamme, wenn die länger ist, dann kommen die Leute auch nicht mehr. Ja, und das ist, deswegen ist es sehr, sehr wichtig als Band, als Künstler, das irgendwie zu erkennen, da auch mal
mal eine Pause zu machen. Ist das das, was letztendlich bei der Kelly Family damals, ich glaube, ja, die Authentizität aufgrund dieser aufgeblasenen Pop-Karriere, ich glaube, ja, ist das ein bisschen von dem Grundgedanken dann weggegangen? Wir waren einfach zu viel unterwegs, zu viel am Machen und wir haben einfach unseren Saft verloren irgendwie. Diese Kämpfergeist war einfach nicht mehr so da, weißt du? Und wir haben auch nicht mehr das ausgestrahlt, was uns so besonders gemacht hat. Man hat uns gesehen und war so, was ist das? Es war wie von anderen Planeten gelandet. Und 3-4 Jahre nach dem Erfolg haben wir das nicht mehr ausgestrahlt. Es wurde dann einfach slicker und poppiger und mehr professional. Wurde das aus euch gemacht oder hattet ihr das Gefühl, wir müssen uns dem Markt anpassen? Wir haben ja keinen Manager gehabt. Ich habe mit 13 schon Platten produziert. Ja, und ich habe auch als Kind schon, alle haben geschrieben, alle haben was getan. Also wir haben diese Klamotten selber aus dem Flohmarkt rausgesucht. Nur später waren wir nicht mehr auf dem Flohmarkt. Später haben wir Leute gehabt, die für uns die Klamotten hergestellt haben. Okay. Und plötzlich, aber wir wurden auch einfach mehr und mehr weg von der Realität. Und man wusste nicht mehr, was ein Liter Milch kostet oder ein Brötchen oder sonst was. Und dann sind das, was deine Themen sind, dann nicht mehr die Themen des Volkes, sondern deine Themen sind deine Einsamkeit im Hotelzimmer. Und das ist vielleicht interessant als Song, aber vielleicht nicht für eine Masse von Menschen. Mhm. Interessant, ne? Weil dein Vater ja doch so beurteile ich das jetzt mal, einen total klaren Weg und eine klare Vorstellung von dem Ganzen hatte. So. Nicht immer. Er war sein ganzes Leben auf der Suche. Und er hat, glaube ich, sehr, sehr gute Jahre gehabt. Und er hat aber auch Jahre gehabt, wo er die Zeichen nicht gesehen hat. Wo er auch vielleicht nicht gesehen hat, dass sich was in eine falsche Richtung irgendwie geleitet ist. Aber er hat es immer gut gemeint und er war genial. Ohne ihn würde ich heute nicht hier sitzen und ich wäre nicht der Mensch, den ich bin. Und ich bin so, 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 so dankbar. Mein Vater war für mich ein großartiger Vater, ein sehr liebender Vater. Ein genialer Mensch, ein Visionär. Und wenn ich halb so viel irgendwie Gutes schaffen kann wie er, dann wäre ich mit meinem Leben total happy. Mhm. Man merkt es ja auch jetzt in deiner eigenen Familienphilosophie, dass da sehr viele Parallelen auch vorhanden sind. Und wenn man es alleine nur die Tatsache hernimmt, dass du mit deinen Kindern auch wieder Musik machst, merkt man natürlich ganz eindeutig, dass das ein Weg auch ist, der dir gefallen hat. Ne? Und so. Also, ich hätte es nicht vor 10 Jahren, 20 Jahren, hätte ich das jetzt nicht vorhersehen können, also dass ich heute mit meiner Familie Musik mache. Und es ist etwas, was sich entwickelt hat in den letzten 3-4 Jahren und ich es nicht stoppen wollte und auch eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen fördern wollte. Aber wir sind eine andere Familie. Ich bin ein anderer Mann als mein Vater. Meine Frau ist eine andere Frau als meine Mutter. Die Kinder sind alles individuelle Charakteren und wir gehen unser Weg. Aber dass es eine gewisse Tradition da liegt, die ich irgendwie vielleicht ein bisschen fortführe und dass es Erfahrungen gibt, wovon ich lernen kann, das nehme ich gerne an. Aber es ist trotzdem, glaube ich, auf den ersten Blick für manche Leute von außen vielleicht so, oh, guck mal, das, also, aber für jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß die Person, okay, das ist nochmal was Eigenes und das entwickelt sich und mal schauen, wo es hinführt, keine Ahnung. Es ist auch total schön, also zum Beispiel diese Welcome Home Story auf YouTube, du hast jetzt... Haben wir letztes Jahr gemacht, ja. Genau, ganz traumhaft schöne Bilder. Ja. Man muss auch sagen, also ich sag mal, dieser Gedanke der ganz innigen Familie, das ist ein sehr romantischer Gedanke und der ja auch wirklich ehrlich gelebt wird. Und ich glaube dass das viele Menschen sehr berührt. So. Also es ist auch berührend. Ich meine, wir streiten uns und es gibt auch Zoff zu Hause und so. Aber ich glaube schon, dass es schon wichtig ist heutzutage, wenn man Familie als wertvoll empfindet und selber auch Familie hat und einen Weg geht, dass man das mit Leuten teilt. Und das kann sein, dass es nur Freunde und Familie ist, aber in dem, was ich jetzt mache, ist es halt
mein Publikum ist mein erweitertes Familie. Das sind so wie okay. Cousins, Zweitcousins. Das sind Menschen, die mich, manche von denen, viele von denen, mein ganzes Leben mich begleiten und ich sie begleite. Und auch wenn ich nicht die Namen aller kenne, haben wir miteinander was zu tun. Und die prägen mein Schicksal, mein Leben und ich deren. Und das muss man respektvoll umgehen miteinander. Ja, das ist nämlich eh spannend, weil ich nämlich als Zuseher, weil es ist in vielen Interviews rausgekommen, dass du eigentlich einen Satz, der ist mir ganz stark in Erinnerung, Gott sei Dank spielen wir jetzt mit deiner Familie jetzt nicht in so großen Hallen mehr, sondern das ist überschaubar. Also alle Aussagen gehen ein bisschen so in die Richtung, Gott sei Dank ist dieser Medienrummel nicht mehr so vorhanden. Yeah. Auf der anderen Seite gibt es aber dann diese Serie Welcome Home, die ja sehr, sehr viel Preis gibt. Total. Wieder. Aber wahrscheinlich im Schutze der Distanz von Irland raus, oder? Nee, aber es ist ja so, weil es damals so krass war, habe ich mich erst mit meiner Familie komplett distanziert. Ich habe nie irgendwas veröffentlicht, nie gar nichts. Und erst in den letzten Jahren, wo das ganz auf ein Minimum gekommen ist und wo auch mein Publikum und mich, wir ein sehr gutes Verhältnis haben, habe ich das Gefühl, dass ich das machen kann, ohne dass es ein Gefahr gibt. Und das ist nicht wieder so überschwappt und ganz extrem. Es ist ein geschützter Rahmen. Und es ist ja so, diese Serie kannst du komplett schauen. Ja? Aber ein Sender kann das nicht einfach nehmen und ausstrahlen. Geht nicht, weil die Rechte liegen bei mir ist klar, und als Familie. Ja. Aber theoretisch kann man mit YouTube ja auch wahnsinnig viele Leute erreichen wieder. Ne? Richtig. Also. Und für die Leute, die sich für uns interessieren, die können dann auch teilnehmen an unserem Leben. Aber für all die Medien, die nur daraus Geschäft machen wollen, okay. können es nicht. Also darum bewusst Entscheidungen für YouTube einfach. Auch oft, selbst auf unserer YouTube-Seite ist zum Beispiel, wird auch kein Geld monetarisiert oder sowas, sondern es ist eine reine Kommunikationsplattform für uns. Ja. Trotzdem, ich meine, wir bewegen uns trotzdem, du bewegst dich im Musikbusiness und versuchst auch von der Musik zu leben. Ja. Geht es dann trotzdem aber ein bisschen um Klicks und Aufmerksamkeit bei Welcome Home, auch wenn es jetzt nur für den Kreis gedacht ist, der sich wirklich dafür interessieren soll? Also sagen wir mal so, du steckst nicht viel Geld und Aufwand und Zeit in eine Dokumentation, wenn es dann nur 3 Leute gucken sollen. Ja. Also dann kannst du es ja auch lassen, weil das ist ja Dekadenz letztendlich dann. Ja. Es geht darum schon, dass man die Leuten mitteilt und die Leuten, die sich für dich interessieren, was du heute machst, wer du bist, welchen Weg du gegangen bist. Und in dem Fall ist es ja nicht nur mich, sondern meine Familie. Wir sind ja eine Familie, die auf der Suche ist. Und das ist ja insofern, meine Geschichte ist nicht nur meine Geschichte. Und, aber es ist so, wenn man jetzt viel mehr Views haben wollte, was ja finanziell nichts bringen würde, weil ich habe da keine Werbung oder sowas. Ja. Aber wenn man jetzt mehr Views haben wollte, dann müsste man vielleicht mehr im Fernsehen, mehr andere Sachen noch das reinbringen oder so. Und das habe ich bisher die ganze Sache ganz, ganz minimal gehalten. Bewusst vermieden. Ne? Und an und für sich gibt es nur Interviews von mir, alleine im Fernsehen und auch Auftritte. Und ich glaube, wir sind jetzt erst in der Phase, nach mehreren Jahren jetzt, wo wir langsam darüber nachdenken, vielleicht machen wir irgendwann als Familie eine TV-Show, also wo wir einen Song singen, spielen, weil es dann doch viele Menschen gibt, die das nicht mitkriegen und es denen auch berühren würde. Aber das ist ein Prozess, das muss sich entwickeln und wie weit es geht, weiß ich nicht, aber ich weiß definitiv, dass es nicht so weit gehen würde, wie es mal bei mir war, weil das ist etwas, das würde ich gar nicht zulassen. Also es ist ein ganz langsamer Prozess und wenn es langsam ist, dann kannst du jeden Schritt probieren und reflektieren und schauen, war das gut, war das schlecht, sollen wir ein bisschen mehr davon oder nie wieder, das ist der Punkt und ein ganz anderer Rhythmus, also das, was wir jetzt in 4 Jahren gemacht haben, würden andere vielleicht in einem Monat machen von diesen bisschen mehr, bisschen probieren, das machen, das doch nicht und so. Ganz, ganz reserved sozusagen. Aber glaubst du nicht, dass vielleicht passieren könnte, dass da vielleicht wieder auch so ein ähnlicher Hype, vielleicht nicht in der
ganz großen Dimension. Aber das ist dann vielleicht nicht mehr steuerbar wieder also irgendwann. Es gibt noch ganz viel Luft nach oben, wo es dann gesund noch bleiben würde. Mhm. Weißt du, wenn jetzt wir nicht in Theatern spielen, sondern wir spielen dann vor 1000 Leute, ist es immer noch ein Unterschied, als wenn du jetzt vor 15 und 30.000 und ständig im Wetten, das bist und auf der Bildzeitung, das sind Welten noch dazwischen. Mhm. Ja, und von daher wäre ich jetzt nicht abgeneigt, dass man ein bisschen mehr Menschen erreichen kann, dass man auch, auch finanziell auch für sich als Familie noch ein bisschen besser sorgen kann und so weiter und so fort. Aber ja, deswegen, also wenn das jetzt zu viel wäre, wäre ich der Erste, der das merken würde, weil ich halt so viel damit schon Erfahrung hatte. Ist sehr feinfühlig dann. Ja. Und weil ich es ganz, ganz langsam angehe. Also das ist, deswegen arbeite ich mit sehr wenig Leuten außerhalb, also Plattenfirmen und Veranstalter, weil die meisten können damit nicht klarkommen. Die wollen jetzt alles und sofort. Und das kann ich denen natürlich nicht bieten, möchte ich nicht. Deswegen mache ich das alles auf eigene Faust. Habe meine Leute, die für mich arbeiten in verschiedenen Bereichen, gehe dem vollen Risiko, aber habe selber zu entscheiden, wann, wie, wo und welche Art. Ja, fand ich großartig. Du hast da irgendwo in einem Interview erzählt, diese Anfrage des Veranstalters für 10 Termine Mörder bezahlt für die Kelly Family, ja, noch, wo du gleich abgelehnt hast. Wo, fand ich großartig, die Entscheidung. Ja, ich denke... Also da sieht man für dich dieses große Ding... ist scheinbar abgeschlossen auch, ne? Abgesehen jetzt von der familiären Entscheidung, die da getroffen also wurde. Also es ist abgeschlossen für meine Familie, definitiv. Okay. Als Solokünstler, ich bin ja hin und wieder auch alleine unterwegs oder mit Band, wenn da, keine Ahnung, was Großes wäre, ich könnte damit, glaube ich, auch okay zurechtkommen. Aber das wäre auch kein Dauerzustand. Aber ich habe natürlich viel, viel mehr Erfahrung heute als damals. Aber also ich sage ja nicht, dass in einer Halle Spiel von 5.000, 10.000 Leute komplett falsch ist. Aber für eine Familie, für Kinder, ich glaube nicht, dass das gesund ist. Ja. Und ich glaube, man muss jede Situation vereinzelt anschauen und gucken. Aber ja, aber das ist nicht, wo ich hin möchte mit meiner Familie, ganz klar. Dazu passt der interessante Satz, den du gesagt hast. Und zwar, du hast dir durch die Musik viel Geld für einen Psychiater erspart. Ne? Okay. Steht auf einer Musikunterrichtsseite. Ja. Wobei, vielleicht beides wäre vielleicht ganz gut gewesen. Aber es ist schon wahrscheinlich so immer an der Grenze, dass man durch so einen Mega-Erfolg wahrscheinlich immer so der Doktor so anklopft zu halten. Ja, ne? Aber für mich war es halt so, das, was ich gefunden habe mit 12, als es gerade so losging und ich eigentlich viel vorne war am Singen, ich habe für mich das Instrument Schlagzeug so richtig entdeckt. Und das hat mich so gepackt, dass ich da meine ganze Energie da reingesteckt habe. Und ich habe dann 10, 15 Jahre lang 3, 4, 5, 8 Stunden am Tag geübt. Und das war das Wichtigste für mich. Und das heißt, der ganze Erfolg und all das, ist alles passiert, aber ich hatte etwas... Das hast du dir selber ausgesucht. Wo ich mir selber das erkämpfen konnte. Und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen. Wäre ich vorne geblieben und hätte weiterhin mehr so dieses Frontfigur gespielt, ich glaube, das wäre nicht so leicht gewesen. Ja. Hast du das überhaupt alles bewusst gecheckt, was da passiert? Also ich kann mir nein, das immer gar nicht vorstellen als... Nee, und ich habe auch zu... auf eine gewisse Weise kann ich es heute teilweise auch großenteils nicht alles verstehen. Also es ist irgendwann eine Dimension, die zu groß ist. Weißt du, wenn da 10.000 kreischende Mädels sind, dann ist das ein Blur. Das sind keine einzelnen Gesichter mehr. Das sind keine Begegnungen mehr, sondern das ist einfach so eine Masse und so ein Vibe, weißt du? Und das ist, ich glaube, der Mensch kommt mit sowas schwer zurecht. Da fragt man sich dann auch, ob es überhaupt noch um die Personen überhaupt geht, die da oben stehen oder nur einfach nur so ein Ding, das kreiert wurde, auch in den Medien, dass das so aufgeht. Ne? Das ist immer so die bei Frage. Bei uns wurde es nicht kreiert, das gibt es bestimmt auch, aber wir haben 20 Jahre lang, auch bevor ich da geboren war, auf der Straße gespielt und es wurde auf der Straße in den letzten Jahren immer, immer größer und wir hatten so viele Menschen in Deutschland erreicht, dass das wurde einfach zu einer Art Kult, könnte man sagen, ja auch. Und als dann der Erfolg mega groß war, haben die Medien das erst
später mitbekommen. Weißt, wir waren Top 10 und die ganzen Zeitungen und TV, die wussten gar nicht, wer wir sind. Mhm. Die waren so, woher kommt das plötzlich? Und irgendwann kam man sie aber nicht mehr drum herum dann. Ne? Aber es ist halt so, wir haben die Leute direkt auf den Fußgängerzonen begegnet. Mhm. Wir haben die Leute direkt gepackt. Spannender Ort, ne? Die Fußgängerzone. Total, als total. Und insofern, die haben es nicht mit uns aufgebaut, sondern wir haben es mit den Menschen aufgebaut. Mhm. Und dann ist das Medien stark eingestiegen, weil einfach großes Interesse da war. Mhm. Und ja. Immer wieder spannend dann auch, was ich bis heute nicht so ganz nachvollziehen kann, dass dann diese, irgendwann ist das ja gekippt, wo dann auch Witze drüber gemacht wurden und so, komischerweise. Klar. Aber das hast du, wenn du zu groß bist, kommt das dazu. Also es ist halt, ich weiß nicht, kennst du die Band Silbermond? Mhm. Okay, in den letzten 10 Jahren hin und wieder sehe ich die irgendwo. Ja. Und ich habe denen auch schon oft gesagt, du, ihr habt es eigentlich super. Ihr spielt auf einem hohen Niveau und macht habt viel Erfolg mit den Platten und Tour, aber ihr seid kein Bild-Zeitung-Thema. Also die Masse der Menschen weiß nicht der Namen von allen 4 Mitgliedern. Ja. Die haben noch ein Leben. Und bei uns, weil es so groß war, das war dann so Jackson, Beatles, das war so dieses Level, ja, in Deutschland und auch in manche andere Länder, Polen, Tschechien und viele Länder war es auch teilweise genauso extrem. Und dann bist du halt nicht eine Band, sondern du bist eine Figur, jemand, die im Haushalt drüber gesprochen wird, wo auf dem Frühstückstisch das junge Mädchen die ganze Zeit davon spricht und der Bruder, der kriegt schon so einen Hals nach 3 Tagen und oder keine Ahnung, oder weißt du, und das, ich glaube, auch Menschen, die vielleicht unsere Musik nicht so mochten, mussten es aber die ganze Zeit hören. Egal, Radio, Fernsehen, und irgendwann kriegst du so einen Hals, weil du magst es gar nicht. Aber wenn du etwas nicht magst, bedeutet nicht, dass du es direkt hast. Außer du musst es ständig irgendwie... Okay, also irgendwie dann einfach zu viel geworden, ganz die genau, Präsenz. Ganz genau. Und vielleicht auch diese Sache... Und das ist dann, wo sich das spaltet. Wo du dann wirklich... Viele mögen dich und viele hassen dich. Ja. Und dieses Hass ist so eine neue Sensation, das kennst du vorher gar nicht. Wenn dann plötzlich auch Leute dazwischen sind, die dann ein Ei auf dich werfen oder irgendwie sowas. Habt ihr das erlebt? Ja, klar. Ja. Klar, dann denkst du auch so, was habe ich dir angetan? Kennen wir uns? Das ja, natürlich ja, auch, weißt du? Aber mit Abstand lernst du auch, dass es Gründe hat. Die sind nicht gerechtfertigt. Aber du verstehst den Kontext. Du verstehst, weshalb das dann so ausartet. Mhm. Ja. War das dann da letztlich der Grund auch, warum du dann weg wolltest überhaupt von der... Nein, nein, das war ja viel später, da war ja das 2007, glaube ich, hast du das letzte Konzert gespielt. Genau, ne? Aber ja, da hatten wir das schon nicht mehr. Also da war ja dann der Erfolg der Familie ja schon längst nicht mehr so groß und dementsprechend der ganze Witzfaktor oder Hassfaktor war dann auch schon non-existent. Mhm. Also das ist ja, wir reden ja, wenn wir darüber reden, über Ende 90er und fertig. Ja, okay. Ja. Du hast ja auch, das fand ich auch interessant, du sprichst manchmal von Drogenabhängigen im Zusammenhang mit dem, dass man diesen Erfolg, den man wahrscheinlich so gewohnt ist, danach, dann irgendwann danach auch braucht. Ja. Ne? Also ich möchte jetzt nicht unsensibel sein, weil ich habe mein Leben nie Drogen genommen. Deswegen, ja, also das ist vielleicht, nur in Erinnerung. Das ist vielleicht so das Begriff, was mir dazu einfällt. Ja, weißt ja, du, das ist vielleicht am besten beschreibt. Dass du einen Entzug sozusagen hast. Und es ist komisch, wenn du da drin bist und auch gerade ich, weil ich ja mitproduziert habe und auch einige Songs geschrieben hatte, die Nummer 1 waren und so, und dann auch das gefällt dir. Und du, weil das wird halt so gesprochen in dem Business plötzlich und du denkst, okay, die nächste Platte muss Nummer 1 und die Single muss Nummer 1 und das und nicht Doppelplatin, sondern Vierfachplatin und weißt du, so, dass du gewöhnst dich an einen gewissen Standard. Und wenn dieser Standard dann anfängt, weniger zu werden, was ist ja irgendwann auch tut, irgendwie nach einem Jahr oder nach 10 Jahren, aber irgendwann wird es weniger, wenn du den Peak erreicht hast, dann nimmst du es plötzlich persönlich und denkst, was habe ich falsch gemacht? Warum mögen mich Leute nicht mehr? Mhm. Weißt du, dann ist eine Halle mit 15.000 Leuten plötzlich eine Niederlage, weil du nicht mehr vor 30.000, 40.000 jeden Tag spielst. Und das ist eine absolute... Verrückt, ne? Verrückt. Also du solltest immer noch extrem dankbar sein. Und für jeden, der da kommt.
Und, aber du bist auf dem Weg nach unten, von ganz oben, bist du voll in Entzug und versuchst wieder hoch und das ist hart. Aber dann gibt es nur zwei Wege. Entweder landest du irgendwann im Dschungelcamp und suchst da noch deinen letzten Kick, oder du fängst an, dein Leben in den Griff zu kriegen. Du fängst an zu verstehen, dass das nicht das Glück von deinem Leben ist. Mhm. Dass das, was du Musik machst oder dein Erfolg, nicht bestimmt, wie wertvoll du bist. Mhm. Sondern das ist nur etwas, was du tust. Mhm. Aber wer du bist, ist das Wichtige. Daran musst du arbeiten, daran musst du dich entwickeln. Deine Freundschaften, die bestimmen, ja, wo du dich im Leben gerade befindest. Aber ich denke mir, der Weg dahin ist ein steiniger. Ne? Gab es bei dir da so einen? Für jeden Mensch. Also das ist ja, bei uns ist es nur sehr plakativ. Deswegen reden wir jetzt im Interview, aber ich glaube, du könntest mit jedem sitzen und jeder hat seine Geschichte, jeder hat seinen Blues, jeder hat seinen Hollywood-Film, der es wert ist, wenn man ihn richtig erzählt. War bei dir eine Initialzündung da oder so ein Schlüsselerlebnis, wo du gemerkt hast, okay, jetzt muss ich umdenken? Also ich bin mit 17 von zu Hause abgehauen. Und wir lebten im Schloss, hier 20 Minuten weg von Köln. Und es wurde einfach zu verrückt zu Hause. Alle waren einfach nur am Durchdrehen ich konnte es für mich nicht aushalten. So ein bisschen in der Überheblichkeit oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, einfach, alle waren einfach sehr, sehr durchgeknallt einfach. Ich kann es anders nicht besser erklären. Entsteht da dann zwischen den Familienmitgliedern, die auf der Bühne stehen, dann auch so ein bisschen einer, der mehr im Rampenlicht stehen möchte? Oder war das immer? Oh, das gab es bestimmt manchmal auch, aber das war nie ein großes Problem. Oh, okay. Also so auf Anhieb fällt mir da nichts ein. Okay. Nee. Okay. Nein, eigentlich hat jeder eigentlich immer so seinen Platz gefunden und seinen Raum erkämpft. Irgendwo. Ja. Merkt man aber heute schon noch, dass es ist ja jeder irgendwo, fast jeder mit Musik noch unterwegs. Ne? Merkt man wahrscheinlich dann auch am Publikum, an der Zahl des Publikums, von wahrscheinlich so eine Parallele zu damals, die halt mehr die bekannteren und Anführungszeichen waren. Ich glaub, das, kann man das mit heute noch? Das kann man sicherlich so sagen von außerhalb, aber ich glaube, das ist zu einfach. Also so, weißt du, weil es gibt manche von uns, die gerne nur ein paar Konzerte im Jahr geben. Und es gibt manche, die haben einfach diesen andere Wege gegangen. Weißt du, ich habe zum Beispiel zwischendurch 3 Jahre lang gereist und habe dann auf der Straße gespielt, im Ausland, wo mich keine Sau erkannt hat. Und oft habe ich da gespielt den ganzen Tag und da standen 3 Leute. Wahrscheinlich Teil der Selbstfindung wieder dann. Was auch immer. Also insofern, ich glaube. Also war ja eine bewusste Entscheidung, ne? Ja, genau. Um sich selber zu finden wieder. Und so sind auch Entscheidungen ständig bewusst. Also ob du nun mit diesem Medienpartner machst oder mit denen nicht. Oder ob du eine Platte groß mit einer riesen Plattenfirma machst oder independent machst. Das sind alles Entscheidungen, weil das eine bringt vielleicht mehr Erfolg, aber weniger Leben. Also es ist. Es ist alles unterschiedlich und jeder geht einen anderen Weg, muss es finden, muss die Erfahrung machen. Ja. Aber von außen kann man ganz leicht sagen, okay, die Person ist mehr erfolgreich, das heißt, die Leute mögen diese Person mehr. Das ist ja so, mittlerweile jeder hat sich sein eigenes Publikum auch erarbeitet. Und manches ist es von früher mitgegangen, manches nicht. Von daher, ich glaube, das wär zu leicht gemacht, aber ist egal. Vorher sind wir dann weggekommen, also du bist abgehauen vom Schloss damals und dann entschieden sozusagen, da muss sich was verändern. Ja, also für mich war die Situation in der Zeit gerade sehr ungesund in der Familie und ich glaube danach haben viele der Geschwister da auch gesagt, so geht es nicht weiter. Und da haben wir dann angefangen viel zu verändern. Und das war auch gut so. Allerdings sind wir dadurch ein Jahr später ungefähr, weil dann so eine Umbruchsstimmung war, sind wir von 9 Geschwistern auf die Bühne auf 6 haben wir uns reduziert, okay. Weil nicht jeder diesen Weg dann gehen wollte. Mhm. Und das ist auch jeder sein Recht. Und
Und das haben wir dann bis circa 2006 ungefähr gemacht. Und da habe ich dann für mich dann aufgehört, weil es war zwar manche Jahre davon ganz gut, interessant, aber dann kam ein Punkt, wo es einfach für mich dann durch war, das Thema erstmal. Mhm. Ja. Jetzt ist das neue Projekt ja ganz im Fokus. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind sonst rede ich nie wieder mit dir. Also haben wir vereinbart. Nein. Alles gut. Alles gut. Wir sind, ja, YouTube ist ja im Prinzip zeitlos, aber man kann es ja erwähnen, wir sind kurz vor einer großen Tour, die startet jetzt im November. Ja. Und ein neues Christmas-Album. Richtig. Steht auch vor der Türe. Ja, kommt Anfang, am 6. November kommt die Irish Christmas CD. Und es ist ein Konzept, was ich seit ein paar Jahren so drauf kaue. Es wurden, glaube ich, schon zigtausende von Weihnachtsplatten produziert und gemacht. Und es gibt die Weihnachtsklassiker, die man kennt. Gibt es in Classic, in Pop, in Rock, in Jazz, in alles Mögliche. Aber da wir in Irland leben und diese traditionelle, wirkliche traditionelle Musik, die in den Pubs spielen, komplett ohne Gesang, weißt du, diese Jigs und Reels, das prägt uns momentan. Ja, das hört man auch total raus. Ja. Und ich habe dann gedacht, irgendwie, gibt es das eigentlich schon, dass man so Weihnachtsmusik mit dieser Art von Instrumentalisierung und auch Arrangements verbindet? Und ich habe dann viel gesucht, aber in die Art, die ich das mir vorgestellt habe, gerade auch mit den Kindern am Singen und meiner Frau, und ich bin nur ein Part von vielen, so konnte ich das noch nicht finden. Und dann habe ich mir das ganze letzte Jahr angefangen, daran zu arbeiten, in Songs, Musiker kennengelernt, dann geprobt, arrangiert, geschaut. Und es ist ein langer Prozess gewesen, aber das Ergebnis, ich bin sehr, sehr happy. Es ist ein richtig tolles Album geworden. Ja. Und ich wollte schon immer eine Weihnachtsplatte machen, die ich das Gefühl habe, die über lange, lange Jahre halten kann. Und ich glaube, dass die Arbeit hat sich gelohnt. Und diese Findungsphase, dass man das machen konnte. Und damit gehen wir auf Tour. Ja, ja, super. Gibt ja auch schon hervorragende Videos auf YouTube. Drei, glaube ich. Genau, Stück, haben wir gerade vor zwei, drei Wochen online gestellt und kurz davor gedreht in Irland. Mit wunderschönen Bildern. Ja. Also es ist wirklich, du hast da offensichtlich in Irland vor Ort einen Mann, der sich mit Kameras... Nein, der kam gerade aus Australien. Ach so, lustig. Mit dem Chris arbeite ich schon seit fünf, sechs Jahren. Ich fing an mit ihm zu arbeiten, als wir auf dieser Reise mit dem Wohnmobil waren, ein paar Jahre. Ja. Da kam er immer jede paar Monate für ein, zwei Wochen mit uns. Da gab es diesen Roadmovie. Genau, so, und hat mit uns im Bus gepennt und alles mitgemacht und war Teil der Familie. Und dadurch haben wir diese Roadmovie auch so authentisch, so echt machen können. Ja, ne? Man hat ja wirklich das Gefühl, dass man fährt damit. Und der hat ein tolles Auge als Filmmacher, Editeur und auch als Fotograf. Und der ist mein Visual Man sozusagen. Ja. Mit dem arbeite ich sehr viel. Ja, super. Ja. Wir werden die Links zu den Videos, zu diesen drei Videos, sehr gerne, worüber wir gerade gesprochen haben, auch. Und bitte an jeden Freund einblenden, weiterschicken und subscriben und all den Kram, den man hier auf YouTube so macht. Es ist spannend, gell? Weil total. Es ist Freiheit letztendlich. Weißt du, früher musstest du über so viele andere Wege, Plattenfirma, Medien und. Heute kannst du direkt mit deinen Leuten kommunizieren und teilen und du musst dich halt durchsetzen können mit Qualität, wenn es geht. Ja. Das ist der Punkt. Ja. Aber ansonsten ist es alles da. Du hast ja die YouTube-Welt auch für dich ein bisschen entdeckt, so, ne? Ja, also ich habe eigentlich meinen Kanal gestartet, als es in Deutschland gerade erst anfing. Das ist also wirklich 2006. Okay. Und seitdem habe ich mich so immer ein bisschen mehr versucht, damit zu beschäftigen. Aber es ist letztendlich trotzdem nicht meine Hauptarbeit. Ne? Meine ist schon klar, ne? Ist Musik und YouTube ist letztendlich eine Kommunikationsplattform. Aber schon eine Welt, die einen auch packen kann. Total, so, ne? Total. Und ich nütze es sehr viel, wir als Familie nützen es sehr viel. Es ist einfach unglaublich, dass man heute alles lernen kann. Weißt du, ich sage auch oft, wenn ich ein Stück Land kaufen würde und ich hätte WLAN und ein iPad, dann könnte ich mit YouTube alleine könnte ich alle Schritte durchgehen, wie ich ein Haus bauen muss. Ja, weißt du? Ich habe das auch schon mal. Also von daher, ist irre. Ich finde das, ich habe auch einmal irgendwo in einem Interview den Satz gesagt,
ich glaube, auf YouTube kann man das ganze Leben erlernen eigentlich mittlerweile. Ja, es gibt für alles ein Tutorial. Man kann natürlich nicht alles ersetzen, ja, ist ganz klar. Überspitzt gesagt. Aber ja. Leute, die nur böse Technologie, mein Gott, hey, weißt du, es ist heute so... Da geht man halt am Zahn der Zeit komplett vorbei. Ne? Es gibt so viele Vorteile daran. Was wir als Gesellschaft entscheiden müssen, ist, wie wir damit umgehen. Ja. Und klar, wäre es schöner, dass anstatt Katzenvideos oder andere Sachen irgendwie 500 Millionen Views haben, dass es vielleicht auch, naja, Videos über Geschichte oder vielleicht über Philosophie oder irgendwelche Sachen, die vielleicht einen zum Nachdenken bringt. Ja. Das wäre natürlich schöner, wenn die sehr hohe Zahlen hätten, aber naja. Kommt da die Sucht vielleicht manchmal bei YouTube dann wieder ein bisschen durch, wo man schaut, wie viel haben schon gesehen oder so? So dieser Drang auch dann nach Aufmerksamkeit, oder ist das da ein bisschen aus? Man ist nicht frei davon. Okay. So komplett, glaube ich, kriegt jeder, man das nicht jeder mehr hat los, das, ne? Jeder hat das, und das ist dann vielleicht doch der kleine bisschen Drogenabhängiger in jeder von uns, dass wir das Gefühl haben, gibt es viele Views, viele Likes, fühlt man sich dass man existiert, dass man wahrgenommen wird. Und ich glaube, da muss man dran arbeiten, jeder von uns, auch ich. Ich habe es, glaube ich, sehr wenig, aber zu sagen, ich habe es gar nicht, wäre eine Lüge. Mhm. Ja. Es ist ja dieser perverse Teufelskreis eigentlich letztendlich, weil du ja nach solchen Erfahrungen, die du hattest, eher wieder zurückgezogen sein möchtest, mehr, trotzdem aber Musiker bleiben möchtest und dann ja wiederum vom Publikum abhängig bist. Ja, unter Anführungszeichen. Man lebt halt von also, sag mal so, ich kann ja nicht eine Platte produzieren, die mich so und so viel kostet und all die Aufwand und so weiter, um dann rauszugehen und keiner kriegt's mit. Ja. Ich muss ja trotzdem irgendwie kommunizieren. Genau. Und, aber das Schöne ist, heute gibt es ganz, ganz viele Wege dazwischen. Es ist nicht nur oben oder gar nichts, sondern es gibt alle Levels dazwischen. Ja. Du kannst deine Nische finden, es gibt Bands, die sind super erfolgreich und der normale Bürger kennt die nicht, weil die in einer gewissen Sparte unterwegs sind. Und jeder, der irgendwie Folk mag oder Punk oder irgendwas, für die Wahnsinn, weißt du, also und das ist auch heute noch extremer als früher. Ja. Mhm. Ja. Angelo, das war ein wunderbares Gespräch. Es hat voll Spaß gemacht. Gerne. Und ich bin immer noch begeistert, weil ich echt so das Gefühl habe, dass du der bist, der für dich so, dass wirklich die ganzen Erfahrungen so fürs Leben so richtig positiv umgesetzt hat. Also, das ist echt. Ich weiß es nicht. Also, ich bin auf jeden Fall, glaube ich, schon ein zufriedener Mensch, mehr oder weniger, und bin aber sehr hungrig, sehr auf der Suche. Und, was ich immer wieder erlebe, seit 15 Jahren mindestens, ist, dass ich jede 3, 4, 5 Jahren zurückgucke und denke, wow, ich bin ein anderer Mensch als vor 5 Jahren. Und das passiert immer wieder. Und ich will auch, dass es nicht aufhört. Also ich will irgendwie auch in 5 Jahren zurückblicken können und sagen können, ich bin ein anderer Mensch und bin froh drüber. Also das heißt, der ich jetzt bin, werde ich hoffentlich nicht in 5 Jahren sein. Also das ist ein ständiges Prozess und weil du sonst stehen bleiben würdest. Total. Und ich meine das jetzt wirklich nicht nur von Karriere oder irgendwas, ich meine das wirklich, dass man für sich selber, dass man versucht, ein Heilprozess, eine Fortentwicklung, als man sich mit Themen beschäftigt. Ich meine, ich will in wenn ich 50 bin, 60 bin, will ich mich in Geschichte auskennen, in Philosophie, Theologie, Economics, alles. Es ist so viel Interessantes da und ich will sie verkörpern. Ich will sie in meinem Leben irgendwo teilhaben lassen. Ich will, dass es mich prägt, dass es meinen Weg prägt. Ja, und natürlich auch meine Kinder, wenn es geht. Ja. Interessant, dass bei den Themen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, Musik gar nicht dabei war. Musik die ist sowieso immer ist da. Immer da, ist wie Luft für mich, weißt du? Und es ist auch weiterhin eine Entwicklung, aber all diese Themen, die setze ich dann in Musik um. Weißt okay, du? Ja. Das ist ja das Spannende. Ja. Viele suchen neue Themen, aber wenn du einen Schritt zurückgehst und sagst, warte mal, das Leben ist das, was ich lernen muss. Und über Erziehung, über Arbeitsmoral, über keine Ahnung, es gibt tausend Sachen, die interessant sind, die du wirklich viel Zeit mit beschäftigen kannst und dir helfen kannst. Mhm. Und die setzt du in Songs rum, wenn es dir wirklich
naheliegt, dann schreibst du ein Lied darüber. Da sind wir wahrscheinlich dann wieder bei dem Satz, wo durch die Musik viel Geld, du nicht für Psychiater investieren musstest. Ja. Das ist dann sozusagen die Verarbeitung in Form eines Songs. Aber das ist mein Verhältnis zu meiner Kunst, zu meiner Musik. Manche haben ein Verhältnis zu ihrer Kunst, eine Beziehung zu ihrer Kunst, die vielleicht nur auf Business beruht oder vielleicht nur auf Kommerz oder auf nur, was wollen die Leute hören. Und wenn das zu viel davon ist, dann wird es dir nicht sehr viel bringen und es wird dir selber nicht viel helfen. Von daher ist das schon sehr, sehr wichtig. Daraus auch die Entscheidung, damals zum Beispiel die 10 Auftritte mit viel Geld abzusagen. Ne? In dem Augenblick auf jeden Fall, weil es nicht das Richtige war. Weißt du? Wenn jemand kommt und sagt, ich würde dich gerne buchen für die und die Zeit, für das, und das passt genau zu, was du gerade machst, und es ist in Ordnung, wie die Person mit dir arbeitet, dann kannst du es machen. Aber es gibt viele andere Beispiele. Meine allererste Solotour 2006, da wollte ein Veranstalter mit mir ein Konzert machen und große Bühne, allen drum dran, und ich wusste, ich kannte ihn, ich wusste, er hätte mir Summe X gegeben, und ziemlich viel, und ich habe ihm gesagt, du gib mir bitte ein Drittel davon, weil das ist das, was ich brauche, und wenn es wirklich super läuft, können wir dann nochmal schauen, aber ich glaube, du überschätzt, was ich alleine ziehen kann. Mhm. Und am Ende waren auch dann nicht so viele Leute da, und er kam aber und sagte, du, das war korrekt von dir und wir arbeiten in Zukunft wieder. Und das ist wichtig, dass du auch nach gewissen versuchst, nach gewissen Moral auch zu leben, arbeiten. Ja. Und immer auch wahrscheinlich aus dem Bauch raus einfach die Entscheidungen nach. Das Gefühl sagt einem eh meistens, was richtig und falsch ist, ne? Ja. Wenn man es nur erkennt. Ne? Hoffentlich, ja. Aber nicht einfach so. Alles, was so kommt, einfach, ja, klar. Weißt du, letztendlich, wenn du viel Geld jetzt nimmst und du schaffst nicht die Leistung dafür, dann wird der später sowieso dann eher... Kommt irgendwann zurück. Genau, ne? Das ist ja langfristig nicht gut. Mhm. Wenn du sagst, du hast erkannt, dass du vor 5 Jahren ein anderer warst, wie siehst du das bei Interviews? Oder, weil ich glaube, das ist gar nicht so leicht zu erkennen, welcher Mensch man vor 5 Jahren war. Ne? Ich habe mich zum Beispiel vor 5, 6 Jahren für Politik und Economics und Philosophie nicht sehr viel interessiert. Okay, also da. Und allein in den 5 Jahren habe ich gefühlte 1000 Bücher gelesen und so als Hobby nebenbei, und das prägt dein Leben. Mhm. Du wirst älter, du hast Schicksale erlebt, wir waren auf Reisen auf der Straße, ganz, ganz andere Leben. Und ich bin gespannt, was so in den nächsten 5 Jahren kommt. Tja. Ja. Ich drücke dir voll die Daumen, Angelo. Danke. Ich bin begeistert. Dir voll auch, voll dir schöne auch. Lebensgeschichte, alles. Ja, aber es ist noch mittendrin, und ich freue mich aber auch, dass ich mittlerweile so viel teilen kann mit Menschen, auch nicht nur im Interview, sondern auch visuell. Und es geht ja darum, dass man einander inspiriert. Ne? Die Menschen inspirieren mich, indem sie mich unterstützen, indem die da sind, die Begegnung mit dem Publikum, danach die paar Sätze, die ich manchmal mit den Menschen alle habe. Und es gibt mir Kraft, und ich merke, dass ich irgendwie, solange ich ehrlich bin, solange ich Leuten das zeige, was ich bin, auch wenn ich mich verändere, dass es den Leuten auch was gibt. Ja, sehr spannend, weil es gibt ja prominente Persönlichkeiten, die genau den Gegenteilweg wählen, die eben dann vom Privatleben partout gar nichts bekannt geben wollen, und du dich ja bewusst dafür entschieden hast. Aber es ist ja auch ein Problem, wenn dein Privatleben sich komplett widerspricht mit das, was du beruflich machst. Dann wäre es ein Verrat, also so dann, verrät man dann zu viel einfach. Genau, ne? Dann zeigst Image. Du, dass das eine ist eine Illusion, ja, das ist andere Illusion, ist dann wirklich das Ich. Und das war für mich nie reizvoll. Auf der anderen Seite spiele ich nicht dieses Mystery Star, den man nicht anfassen kann. Und das ist für Business manchmal besser. Aber auch das ist eine Entscheidung, dass man greifbar ist, dass man Mensch ist, dass die Illusionen sich brechen und dass man einfach nur das ausstrahlt, was man ist. Ja, ist fürs Business besser, ja. Nee, aber ich sage nicht, dass moralisch, aber ich sage, dass es gibt genug Manager oder Plattenfirmen da draußen, die sagen würden, du Angelo, du musst auf die Bühne kommen, Star, und dann wieder weg. Und, okay. Und man darf dich nie so irgendwie direkt so erleben dürfen. Und am besten privates
nee, weil wenn man sieht, du hast Familie und Frauen und so und alles, das ist ja nicht gut, weil Popstar muss auch Sex Appeal und all das und ach, keine Ahnung, das ist ja alles sowieso so weit in der Vergangenheit, dass mich das gar nicht so. Aber glaubst du, dass das nicht eher so eine Grundcharaktereigenschaft des jeweiligen Menschen ist, wie er dann auch auf der Bühne sein möchte? Ich glaube immer, dass das schon so auch im Wesen desjenigen liegt, ob er dann auf der Bühne so... Es ist eine Entscheidung, welchen Weg du gehst. Als Schauspieler zum Beispiel, okay, mein, hast das ist du klar, zwangsläufig... Da lebst du davon, wie andere zu sein. Ganz genau. Ja. Deswegen jede Kunstart und Kunstform hat andere Vor- und Nachteile, was das angeht. Und als Sänger, als Songwriter, als jemand, der auch mit seinem Namen unterwegs ist, kannst du dich aber trotzdem heutzutage entscheiden, bist du der wirkliche Person, also Phil Collins zum Beispiel. Wenn er auf der Bühne ist, nimmst du es ab, dass er Phil Collins ist. Aber dann gibt es Leute, mir fällt gerade kein spontan ein, aber genug, Lady Gaga läuft bestimmt nicht zu Hause mit diesen Klamotten rum. Ich hoffe es nicht. Das lag mir auch gerade auf der Zunge. Aber gut, schlimm, meine, genug auf die Bühne. Wenn sie sich wenn sie sich damit wohlfühlen würde und zu Hause so herumläuft, geht es ja wieder für mich in Ordnung. Weißt? Also ich finde immer so, ich glaube, das Wichtigste ist, wie es einem dabei geht, wenn es einem gut geht. Dabei muss man jeden so lassen. Ich will nicht über sie lästern, auch wenn ich vieles abartig finde davon. Aber jeder soll machen, was er will. Ja, genau. Jeder soll konsumieren, was er möchte. Das ist da. Wir haben die freie Wille. Ja, genau. Das ist ja auch immer Freiheit, ist ja das, was du auch ganz oft immer erwähnt hast, das für dich eigentlich das so. Das ist vielleicht das, was sich nicht über die Jahre bei mir verändert hat. Ja, das Wichtigste. Und nie wert, hoffentlich. Ja, gut, du hast ja auch in der Familie damals nichts an. Du hast ja immer nur Freiheit kennengelernt, letztendlich, so vom Grund, von der Grundeinstellung. Ich glaube, das war immer der Ziel und das war auch oft genug das, was wir gelebt haben. Ja. Aber das Leben ist halt rauf und runter. Letztendlich war man dann eh in diesem Tornado, den du oft auch zitiert später, hast, gefangen der großen Erfolgsblase, genau, ne, wo man dann eh gar nicht mehr frei ist eigentlich. Wir sind durch unsere freie Spirit sind wir so groß geworden und durch das Großwerden haben wir dieses freie Spirit verloren. Wenn das Image dann, also wenn die Lebenseinstellung dann so zum Image gemacht wird, da ist vielleicht auch das Problem, ne? Es wird gar nicht gemacht, es wird einfach so kommuniziert und das erste Eindruck, das große erste Eindruck ist das, was am stärksten bleibt, weißt du? Zum Beispiel ein Song wie An Angel war in Deutschland nicht unser größter Hit, es war Nummer 2, aber es war unser erster Hit, erster großer Hit. Und Songs wie I Can Help Myself war Nummer 1 oder auch in anderen Ländern haben wir erst später den Erfolg gehabt. Aber in Deutschland wirst du immer noch Leute finden, die denken, das war das erste, was die einen so richtig gesehen haben. Ja. Und das bleibt am längsten hängen. Bleibt hängen, ja. Das kann ich verstehen, aber man geht weiter als Mensch. Man ist nicht nur irgendwie 12 Jahre alt oder so. Ja, ganz wichtiger weiter. Vielen Dank, Angelo. Vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gern. Und an unsere Zuseher noch zu Hause der Hinweis, den gebe ich traditionell. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren auf dem roten Stuhl. Wir bringen regelmäßig die coolen Gäste auf den roten Stuhl. Danke. Ja, danke auch. Macht's gut und bis bald. Ciao.